Im letzten Video haben wir herausgefunden, dass Playway quantitativ unterbewertet ist. Und jetzt ist die Aktie nochmal um 25% gefallen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, haben wir jetzt hier ein übersehenes Risiko oder ist das Unternehmen immer noch unterbewertet? Also Carpe Diem, mein Freund, ich bin Rich Panther und hier gehen wir wirklich nur mal als Update zu den Zahlen drauf ein. Weil vor einigen Tagen, am 30. April, wurde nämlich der Jahresbericht, der Jahresabschluss von Playway veröffentlicht und dementsprechend gehen wir jetzt hier nochmal auf die Zahlen ein. Und wenn du wirklich noch nichts mit dem Unternehmen dich beschäftigt hast, dann guck dir erst mal eine Analyse zu dem Unternehmen an, weil sonst wirst du hier nur Bahnhof verstehen. Und bevor wir jetzt wirklich explizit auf die Zahlen eingehen, müssen wir uns jetzt erstmal um ein Problem kümmern und nämlich eine Sache berücksichtigen. Das ist nämlich, dass es sehr, sehr hohe Sondereffekte in den letzten Jahren gab und vor allem auch jetzt in diesem Geschäftsjahr. Und diese Sondereffekte entstehen halt einfach dadurch, aufgrund Neubewertung von Anteile von Playway, weil die sind ja hauptsächlich nur an so kleinen Entwicklerstudios beteiligt, so zwischen 40-70%. Und diese werden dann zum Teil wieder neu bewertet. Und die Differenz zwischen dem Anschaffungspreis und dem Wert, den die jetzt heute entsprechen, diese Differenz wird dann in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. So. Und in dem Fall haben wir natürlich einen Gewinn von, also quasi die Beteiligungen sind am Wert gestiegen bei der Neubewertung und dementsprechend haben wir jetzt einen sehr viel höheren Gewinn, als wirklich eigentlich vom operativen Geschäft kommt. Deshalb ist zum Beispiel auch die Nettomarge dreifach so hoch wie die EBIT-Marge. Ja? Und ja, folgend durch diese erhöhten Sondereffekte sind halt wirklich die ganze Bilanz ist mehr oder weniger verzerrt und zum Beispiel ist auch das Eigenkapital verdoppelt, eben aufgrund dieser Sondereffekte, weil eben halt durch diese Neubewertung diese ganzen Vermögenswerte quasi gestiegen sind. Und das Ganze wird halt in der Bilanz, in der Gewinn-Verlustrechnung halt gebucht mit Gewinnverlust aufgrund des Kontrollverlustes in einer Tochtergesellschaft. Aber hier haben wir, wie gesagt, einen Gewinn und das ist natürlich jetzt kein Gewinn aus dem operativen Geschäft, aber trotzdem in der Gewinn- und Verlustrechnung wird es halt trotzdem berücksichtigt, genauso wie in der Bilanz letztendlich. Und damit gehen wir als allererstes mal auf die Umsatzentwicklung ein. Und 2019 hatten wir zum Beispiel noch einen Umsatz von 131 Millionen Zloty und einen Gewinn von 97 Zloty. So, im Jahr 2020 wiederum haben wir einen Umsatz von 181 Millionen Zloty ungefähr und einen Gewinn von 229 Zloty. So, die Steigerung an sich beträgt 38,27% beim Umsatz und 136,32% beim Gewinn. So, und hier kommen wir wieder auf diesen Sondereffekt zu sprechen, weil eben durch diesen wirklich der Gewinn stark verwässert ist. Oder was heißt verwässert? Aber durch diesen Sondereffekt ist es halt nicht wirklich repräsentativ fürs operative Geschäft, weil allein schon dieser Kontrollverlust macht ja 130.000 an Gewinn aus. Und wenn wir das abziehen würden, würden wir auch viel, viel geringere Margen kommen. Deshalb nehme ich zur Bewertung des Unternehmens auch lieber den Wert des Umsatzes, weil dieser nicht durch Sondereffekte verwässert ist, sondern wirklich das operative Geschäft wirklich widerspiegelt. Zweitens gehen wir nochmal auf die finanzielle Stabilität ein. Die hat sich nämlich auch verändert. Und zwar hat sich von 2019, wo die Eigenkapitalquote noch bei 93,38% lag, auf 85,81% verschlechtert, aber wohl bemerkt, hat sich die Bilanzsumme auch gefühlt verdoppelt. Ja, und es wurden noch ein bisschen Schulden aufgenommen, deshalb ist auch allgemein die Eigenkapitalquote ein wenig gesunken, aber es ist trotzdem 85% sind mehr als ausreichend, sind wir ehrlich. Und der Deckungsgrad 1 entspricht 3,55 im Jahr 2019 und im Jahr 2020 entspricht dieser 1,39. So, ja, es ist eine sehr, also es ist nur 30% des ursprünglichen Werts ungefähr, aber wir müssen bedenken, dass 1,38 immer noch absolut völlig ausreichend ist und sich quasi ja eigentlich im Unternehmen nichts wirklich getan hat. Ja, also nur ein Unternehmen, eine Tochtergesellschaft wurde quasi neu bewertet und dementsprechend hat das die Bilanz verändert. Ja, in der finanziellen Situation ändert das ja eigentlich nichts. Und beim Deckungsgrad 2, ja, der ist natürlich auch ungefähr in dem gleichen Maße gesunken, also von 3,69 auf 1,53. Ja, also es ist natürlich starke Senkung, aber trotzdem jeder Wert über 1 beim Deckungsgrad 1 und 2 sind natürlich völlig ausreichend. Deshalb, das Unternehmen ist immer noch sehr finanziell stabil. Und bei den Margen sehen wir auch, dass 2019 lag beispielsweise die Bruttomarge bei 88,58% und jetzt 2020 bei 90,46%. Also die
die machen trotzdem halt wirkliche Produkte mit so geringen Kosten. Also es ist absolut krass. Die EBIT-Marge beträgt 2019 51,47% und 2020 55,55%. Also wir sehen, Brutto- und EBIT-Marge konnten halt kontinuierlich gesteigert werden. Also die Margen waren ja schon 2019 überdimensional und jetzt sind sie noch höher. Aber beim Netto, bei der Netto-Marge haben wir 2019 74,15% gehabt, was 20% über der EBIT-Marge liegt. Und jetzt in dem Jahr 126,73%. So, woran liegt das? Ich habe es am Anfang ja schon erwähnt. Die Sondereffekte. So, ich muss ehrlich zugeben, das habe ich in der richtigen Analyse habe ich genau das nicht mit beachtet. Denn eigentlich, wenn wir das jetzt diese Sondereffekte rausziehen, würde auch im letzten Jahr halt eine geringere Nettomarge rauskommen. Aber ja, ich bin leider auch nicht perfekt und sowas passiert einfach mal. Deswegen sage ich auch immer, guckt euch das selber einfach nochmal an, weil solche Flüchtigkeitsfehler, solche kleinen Fehler, weil bei so einem Geschäftsbericht von 127 Seiten, da kann einfach mal so ein Fehler unterlaufen. Grundsätzlich konnte das Unternehmen mal trotzdem in den Margen steigen, auch wenn natürlich die Nettomarge jetzt nicht ganz repräsentativ ist. Die EBIT-Marge hat aber viel mehr Aussagekraft. Und wenn die sich in so einem guten Maße steigt, dann sehen wir, dass das Unternehmen geschafft hat, profitabler zu wirtschaften. Also gehen wir nochmal auf die Rentabilität ein. Und hier sehen wir, dass von 2019 sich die Eigenkapitalrendite von 55,58% auf 28,27% verschlechtert hat. Bei der Gesamtkapitalrendite auch um 51,9% im Jahr 2019, jetzt auf 24,26%. Der Return on Capital Employed konnte sich von 81,11% im Jahr 2019 auf 44,25% verringern. So, das sieht jetzt erstmal absolut schlecht und grauenhaft und was weiß ich aus, aber das ist gar nicht so. Wir müssen überlegen, ich habe ja, wie gesagt, am Anfang diese Sondereffekte, die ziehen sich durch das Ganze, die ziehen sich durch diese ganze Bilanz. Und wie gesagt, das Eigenkapital wurde quasi verdoppelt, eben da halt diese Neubewertung dieser Unternehmen halt quasi einen höheren Wert geschaffen hat, sagen wir es mal so. Und dementsprechend, wenn das Eigenkapital sich verdoppelt und ja ungefähr die Gewinne, die Umsätze ungefähr gleich bleiben und sich nur nicht in dem Maße steigern, so, dann haben wir natürlich dementsprechend eine etwas geringere Marge letztendlich. So, bei der Bewertung vergleichen wir jetzt mal die Werte von meinem alten, also von meiner Analyse, mit jetzt den neuen Werten. So, und wir gehen jetzt von einem Kurs von 97 Euro aus, weil das der jetzige Wert ist. Und 2019, also beziehungsweise im letzten Video, hatten wir halt ein 25er KBV, Kurs-Buchwert-Verhältnis, und jetzt haben wir eins von 8,1. Aber wie gesagt, Eigenkapital hat sich verdoppelt wegen diesem Sondereffekt. Deswegen das nicht als absolutes Kaufkriterium ansehen. Das Kursumsatzverhältnis von 37,6 auf 16,0, das ist ziemlich gut, eben weil der Umsatz, das hatte ich ja auch schon erwähnt, der wird ja nicht von irgendeiner Bilanz beeinflusst. Ja, also der Umsatz wird von den Einnahmen, die das Unternehmen erwirtschaftet, wiedergespiegelt. Also hier haben wir eine starke Verbesserung. Und das KGV, ja, hier sehen wir halt eine enorme Differenz. Und das ist halt, 2019 waren das 44,9, also im letzten Video. Und 12,6 sind es halt jetzt. So, das hört sich jetzt erstmal für so ein Unternehmen sehr gering an. Aber wenn wir mal überlegen, dass die Gewinnmarge fucking 136%, das Gewinnwachstum 136% entspricht, dann sehen wir, dass bei dem Sondereffekt das nicht ganz repräsentativ ist. Deshalb, ja, aber wir sehen trotzdem, das Unternehmen hat sich grundsätzlich sehr stark verbessert. Aber wie gesagt, sollte man jetzt nicht so einen Wert aufs KGV hier legen, weil das ist hier einfach komplett nicht repräsentativ. Also bevor wir zum fairen Wert kommen, noch was zu einer eigenen Sache. Und ja, wenn ich wirklich diese Analysen interessieren oder so Updates zu Playway, andere Small Caps, unbekannte Unternehmen, wie beispielsweise das hier, und du wirklich findest, dass ich dir bei deiner Analyse helfen kann, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und dass du meinen Kanal abonnierst. In dem Sinne, vielen Dank. So, damit kommen wir schon zum fairen Wert des Ganzen. So, also erstmal, ich habe natürlich jetzt im neuen fairen Wert, im Gegensatz zum alten, habe ich jetzt nochmal diese Sondereffekte berücksichtigt. Ja, das habe ich leider im letzten Video vergessen. Aber dafür ist das Video jetzt eine ziemlich gute Korrektur dessen. Und der faire Wert liegt jetzt für mich bei 126,43 Euro und der jetzige Kurs entspricht ja 97 Euro. Damit haben wir eine Differenz von 30,34% zum fairen Wert. Also wir haben hier sogar über 25%.
30% Sicherheitsmarge enthalten, also sogar 30%. Und ja, also wenn du wirklich von dem Unternehmen überzeugt bist, dann könnte es sich für dich jetzt lohnen, eigentlich einzusteigen. Aber das ist natürlich auch nur meine Prognose und natürlich auch keine Kaufberatung. Also guck, dass du wirklich nochmal für dich selbst ausrechnest oder für dich kalkulierst, was für dich der faire Wert ist und ob das Unternehmen überhaupt ein Kauf für dich ist. Ein interessanter Punkt ist noch, dass zum Beispiel gerade in der Börse in Warschau gerade Playway eine Aktie 672 Zloty entspricht, was 145 Euro sind. Und in Deutschland gerade eine Playway-Aktie 97 Euro kostet. So. Und das ist eine Differenz von 50% und das nur auf zwei verschiedenen Börsenplätzen. Ja, es ist trotzdem dieselbe Aktie. Und damit kommen wir auch zu dem Fazit, also wer vom Unternehmen überzeugt ist, da ist wirklich jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstehen, eben weil das Unternehmen gerade so billig zu haben ist. Gerade mit solchen Wachstumsaussichten ist es wirklich kein teurer Kaufpreis gerade. Aber du solltest bedenken, dass halt keine Gewinnmarge von 75% enthalten ist, weil das natürlich so ein bisschen verwässert ist durch diese Sondereffekte. Ja, also das solltest du auf jeden Fall berücksichtigen. Deswegen sind hier Werte wie KGV oder Kurs-Buchwert-Verhältnis absolut und nicht repräsentativ. Naja, wieder viel zu viel gelabert und naja, ich hoffe, ich konnte dir auf jeden Fall helfen mit dieser kurzen Playway-Update-Analyse. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es und ja, lass mir ein Abo da. Aktiviere die Glocke, da würde ich mich freuen und ja, carpe diem.